Ja, hi Leute, in diesem Video geht es um richtig hochwertige Echt-Carbon-Cases für das iPhone XS und XS Max. Falls euch das also interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Am Ende vom Video lohnt sich das Ganze auch nochmal für euch. Viel Spaß! Die Firma 2AirTag stellt in Deutschland Echt-Carbon-Cases für das iPhone her. Die haben mich angeschrieben, haben mir auch zwei Exemplare geschickt. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich damals zu iPhone 6 Zeiten auch schon mal ein Echt-Carbon-Case von 2AirTag vorgestellt habe und ich war auch mega begeistert damals. Umso mehr habe ich mich jetzt auch gefreut, um das Ganze auch mal bei den aktuellen Smartphones, also 10S und 10S Max, zu testen. So sieht das Ganze am 10S Max aus. Ultra, ultra geil, wie ich finde. Ja, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie wir das Ganze installieren an dem iPhone, da das Ganze nicht ganz so einfach ist, da wir eben hier ein sehr, sehr robustes und stabiles Material haben. Wir machen es eigentlich wie bei jedem anderen Case auch. Wir schieben eine Geräteseite zuerst rein. Wir haben dann solche kleinen Schnipsel als Montagehilfen, die wir an den Tasten reinsetzen, ja, dass die Tasten nicht verklemmen oder da kaputt gehen. Dann drücken wir das Handy einfach dort rein. Ja, dann sitzt es da auch relativ gut. Ziehen diese Montagehilfe wieder raus und wir haben ein perfekt sitzendes Carbon-Case an unserem schönen neuen iPhone. Was mich wirklich ultra, ultra begeistert bei diesen Hüllen von 2AirTag, sie sind wirklich sehr, sehr hochwertig und auch ziemlich, ziemlich passgenau. Ja, also wenn wir uns mal die Aussparungen angucken, ja, oder generell mal außenrum bei dem Gerät gucken, wir sehen, dass jede Seite komplett geschützt ist. Ich kenne viele Cases, wo das nicht so ist. Ja, da machen die Hersteller sich das einfach, machen eine große Aussparung für die Lautstärketasten und auch unten oder oben eine große Aussparung. Das macht 2AirTag nicht. Ja? Die machen für jeden Knopf, ja, für die Lautsprecher unten, für den Lightning Port, für die Standby-Taste, für alles machen die einen einzelnen Cutout, wo wirklich auch perfekt sitzt. Wenn wir uns die Kamera angucken, ich weiß nicht, ob man das in dem Winkel vielleicht sieht, die geht zur Kamera hin, die Case etwas wird erhöht, damit wir eben einen optimalen Schutz haben für die Kamera. Ja, falls das Gerät gerade nach unten fällt oder auf eine glatte Oberfläche, passiert der Kamera nichts, da eben diese Carbonfaser außenrum ist und auch etwas höher ist als die Kamera. Also damit die eben perfekt geschützt ist. Ja, wie gesagt, die Seiten, die Kanten sind alle geschützt, außer das Display. Ja, das ist leider nicht geschützt. Dafür haben wir aber ein extrem dünnes Seitenprofil. Na, vielleicht habt ihr es schon gesehen, die Hülle ist ultra, ultra schmal. Und das ist auch einer der Punkte, die mich wirklich sehr, sehr begeistern. Ich kenne viele Cases, vor allem solche Carbon- oder auch Leder- oder Alcantara-Cases, die wirklich das Gerät mega, mega klobig und dick machen. Das haben wir in dem Fall hier nicht. Ja, der Vorteil beim Carbon ist eben, es ist ein sehr, sehr leichtes Material, aber dafür auch sehr, sehr robust. Ja, viele kennen es wahrscheinlich von diversen Autos oder auch Flugzeugen oder sonst wo, wo dieses Material eigentlich eingesetzt wird. Hier haben wir das in einem Handy. Ja, das ist wirklich ultra, ultra robust und auch hochwertig. Fühlt sich auch so an. Ja, man denkt wirklich, man hat was richtig, richtig Hochwertiges in der Hand. Aber man merkt kein Gewicht. Ja, das ist eben das Coole an diesem Carbon. Das Case wiegt 11 Gramm, ja, also quasi nichts. Und trägt auch nur 0,4 mm auf. Ja, also ultra dünn, ultra leicht und ultra robust. Das ist eigentlich genau das Perfekte für ein iPhone-Case. Was auch sehr, sehr wichtig ist bei einem Telefon, Carbon ist ja normalerweise ein Stoff, der Signale ein bisschen stört oder abfängt. Durch einen speziellen Herstellungsprozess gewährleistet hier 2AirTag, dass wir dort 100% Sendeleistung haben. Ja, also wir haben keine reduzierte Sendeleistung aufgrund dieser Hülle. Und es funktioniert auch weiterhin die Wireless-Charging-Funktion. Ja, also wenn ihr ein iPhone 8, 10 oder 10S habt und Wireless-Charging nutzen möchtet, das funktioniert mit dieser Hülle auch ausgesprochen gut. Habe ich auch schon getestet, keinerlei Einschränkungen gefunden. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Was ich damals bei der iPhone 6 Variante gemerkt hatte, die Hülle ist ein bisschen scharfkantig gewesen, ne? Weil das halt diese echte Carbonfaser war. Das, finde ich, ist bei dieser neuen Version für das neueste 10S und 10S Max deutlich, deutlich besser. Ja, also es ist deutlich angenehmer. Es ist zwar jetzt nicht glatt, ne? Also man fühlt immer noch und spürt auch immer noch diese Carbonstruktur, aber es ist nicht mehr so scharfkantig, ne? Man spürt zwar noch, dass die Carbonfaser da ist,
aber es ist trotzdem ultra, ultra angenehm, das Ganze in der Hand zu halten. Und es ist auch wirklich cool, wenn man das so im Alltag hat, ne? Also Hosentasche rein, raus, das hat man natürlich keine Probleme damit. Die Hülle wertet das iPhone auf jeden Fall ziemlich auf. Ja, also ich finde es ultra, ultra schick, gerade von vorne so. Die Aussparungen sind alle nice. Das ist auf jeden Fall mega, mega gute Arbeit. Und ich bin auch unglaublich begeistert, wie man das vielleicht in diesem Video bemerkt. Aber diese ganzen positiven Punkte haben auch einen negativen Punkt, und das ist der Preis. Also für mich ist es jetzt nicht ein negativer Punkt, denn für gute Qualität, für gutes Material und so weiter gebe ich auch gerne etwas mehr Geld aus, denn diese Hülle hier für das iPhone XS Max kostet 90 Euro. Ja, das ist schon etwas teuer. Ja, normale Cases kosten 5 bis 10, 20, 30, manche sogar 40 Euro. Hier sind wir bei 90 Euro. Das ist schon eine ziemlich hohe Hausnummer, würde ich mal sagen, für einen iPhone-Case. Allerdings, wie gesagt, ihr bekommt hier ein echtes Stück, 100%iges Carbon, was wirklich ultra, ultra, mega passgenau ist, ultra gut ausgeschnitten ist, sich sehr, sehr hochwertig anfühlt mit dieser Beschichtung. Wir haben auch ein spezielles Herstellungsverfahren, dass eben 100%ige Sendeleistung gewährleistet wird. Und dafür 90 Euro ist eigentlich für mich okay. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Für das, was ihr bekommt, ist der Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Was ihr für diesen Preis noch bekommt, ist eine sehr, sehr hochwertige Verpackung, wie ich finde. Ja, also ihr bekommt nicht einfach nur irgendeine Plastiktüte oder so einen Beutel, wo das Ganze drin ist, sondern habt hier einen schönen Karton. Ja, also wenn ihr das jetzt für euren Freund, für euren Mann, für einen anderen, ja, für euren Chef oder sowas, ne, wenn ihr dem mal irgendwas Cooles schenken wollt, ist das wirklich eine sehr, sehr schöne Verpackung. Ja, wenn wir das Ganze hier einmal aufmachen, sehen wir einmal, dass dort die Case drin präsentiert ist. Ja, die sitzt da bombenfest drin. Das ist alles wirklich wunderbar schick. Wir haben hier diese Montagehilfen, die hier eingesteckt sind. Ja, zwei davon, falls man irgendwie eine kaputt macht oder so. Wenn wir die Hülle einmal hier rausnehmen, dann haben wir hier nochmal eine kleine Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Ja, und ansonsten haben wir hier dann auch nochmal das Case. Da können wir hier wieder reinmachen, dass das alles auch schick verstaut ist. Und wenn ihr das so verschenkt, na, und das irgendwie noch eine Geschenkfolie oder irgendwas drum macht, erkennt keiner, was da wirklich drin ist. Ja? Und es ist ein sehr, sehr hochwertiges Geschenk. Es ist ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. Ja? Ich denke mal, jeder, dem ihr das kaufen wollt, wird sich darüber sehr, sehr freuen. Ja, das war es jetzt hier mit meinem Video zu den Echt-Carbon-Cases von 2AirTag. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich bin sehr, sehr begeistert. Nicht nur, weil mir das Design unglaublich gut gefällt. Ja, es ist ultra hochwertig, wie ich finde. Am Anfang habe ich gesagt, es lohnt sich für euch, dran zu bleiben. Ich habe mit dem Hersteller auch nochmal ein Gewinnspiel abgeklärt. Ihr könnt für euer Gerät eine Carbon-Hülle gewinnen. Ja, also ihr könnt eine Hülle fürs 10S und eine Hülle fürs 10S Max gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einmal dem Video einen Daumen nach oben geben, den Kanal hier auf YouTube abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Und dann schreibt mir einfach einen Kommentar, welche Hülle ihr haben wollt, also fürs 10S oder 10S Max, und warum ihr die haben wollt, was euch an dieser Hülle so gefällt. Das war's dann auch schon. Das Gewinnspiel läuft 2 Wochen. Ja, wenn die Gewinner ausgelost sind, bekommt ihr Post von 2AirTag. Die Gewinne werden direkt vom Hersteller losgeschickt und dann habt ihr damit auch viel Spaß. Ja, das war's dann auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei 2AirTag für die coolen Produkte und für das kleine Gewinnspiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, Daumen nach oben nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!